So, ich bin in Berlin. Ich habe sage und schreibe tatsächlich über 6 Stunden Autofahrt hinter mir und habe mich gerade mit meinem neuen Netzwerk getroffen. Ja, ich bin jetzt in einem Netzwerk. Nach fast, ich glaube, 2 Jahren Überlegen und ganz viel Überlegen und Hadern mit Netzwerken habe ich mich entschlossen, es tatsächlich mal auszuprobieren. Und ja, jetzt warte ich hier gerade auf meine Mutter und auf meine Tochter. Aber ich finde sie nicht. Und mein Akku ist leer vom vermaledeiten Handy. Und ich kann die noch nicht mal anrufen. Eine weitere Station an diesem Wochenende, und zwar der Workshop von Procter & Gamble mit verschiedenen Marken, zum Beispiel Pantempo V, Oral-B, Braun, Herbal Essences, Wellaflex und Max Factor. Und wir durchlaufen heute verschiedene Stationen. Ich habe schon die Oral-B-Station, die Braun-Station für die Gesichtsenthaarung und ja, die Haare wurden auch bereits, wie ihr seht, gewaschen. Jetzt ist Mittagspause, sehr geil. Jetzt muss ich 1 Stunde hier mit dem Handtuch auf den Kopf rumlaufen. Aber macht nichts. Ja, eine Haarbürstenschule haben wir bereits hinter uns. Und zwar wurde uns erklärt, wann man am besten welche Bürste benutzen sollte. Wenn ihr wollt, kann ich euch dieses tolle Geheimnis auch teilen. Die hier geben Glanz mit den Naturbürsten und die geben ganz toll Volumen und auch Glanz. Und es gibt von Braun eine Ionenhaarbürste. Wenn man die benutzt, dann ist das so Ionentechnik und das ist so gegen fliegende Haare, gerade hier im Winter, wurde uns erklärt. Die ist super zum Haare föhnen. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass die Borsten abgerundet sind, dass ihr euch nicht damit die Haare zerfetzt. Der Tangle Teaser ist super, wenn man feuchte Haare hat, also nach dem Haarewaschen. Und solche Bürsten sind super, also Naturbürsten, etwas breitere zum Vorher, vor dem Haarewaschen, sich zu kämpfen, um die Produkte, Styling-Produkte und so aus den Haaren rauszukriegen. Und das ist zum Haare topieren. Und alternativ zum Tangle-Teaser nach dem Haarewaschen einen grob zinkigen Kamm, gerade wenn man schon sehr beanspruchte Haare hat. So, jetzt gibt es erstmal Essen. Es gibt eine ziemlich lange Schlange. Und da werde ich mich jetzt anstellen und mal gucken, was es so gibt. Workshop ist vorbei. Es ist wie immer, es ist so viel los und da sind so viele Leute, mit denen man noch quatschen will und noch Fotos, die man machen will und zwischendurch Videoaufnahmen. Und irgendwie schaffe ich es dann nie, mich da hinzustellen in der ruhigen Ecke und mal ein bisschen was zu quatschen. Verzeiht mir deswegen, ich gehe dann immer so zwischendurch rum und versuche so ein paar Impressionen für euch aufzunehmen. Aber was kann ich sagen? Also meine Haare wurden wirklich schön geföhnt, dass die so aussehen, wie sie aussehen. Da kann die nette Dame, die mich geföhnt hat, nichts für, weil meine Haare sind einfach kaputt und die müssen ab. Also mindestens so ein Stück. Das hier, das muss alles ab. Das ist einfach so geschädigt, dass es immer runterzieht und nichts hält. Und ja, dadurch sehen meine Haare auch immer so fusselig aus, weil die Spitzen so dünn sind. Und ja, es ist ein bisschen blöd. Dann Make-up-technisch wurde ich auch geschminkt. Bei mir ist es ja so, dass ich mich immer auf dieselbe Art und Weise schminke. Und bin aber trotzdem offen. Ja? Also ich finde es auch immer mega interessant, wie andere Leute, fremde Leute, mein Gesicht zu sehen und wie die mich schminken würden, wenn sie mein Gesicht hätten. Deswegen, ich finde das immer super interessant und lasse mich da auch gerne drauf ein. Ihr seht,
Es ist so brauner Kajal oder so grau, Anthrazit. Und ja, so von Weitem finde ich es cool, aber vom Nahen, ich bin halt immer so entweder gar kein Lidstrich oder eben schwarz, ne? Also solche Farben nutze ich eher nicht so. Aber ist okay. Ne, ich habe es auch so gelassen. Ich habe mich jetzt nicht nochmal umgeschminkt oder so. Naja, wie findet ihr das? Was findet ihr besser, wenn ich mich schminke? Oder das? Ja, jetzt, wie gesagt, es ist jetzt vorbei. Und ich werde jetzt wieder zurück zum Hotel fahren. Mein Akku ist auch jetzt leer. Und dann werde ich mal meine Familie wieder einsammeln. Und dann hier bestimmt was essen oder so. Das Wetter, wir hatten so ein Glück. Ich hatte so echt Angst, dass das Wetter jetzt wieder so doof ist. Aber immer, wenn ich in Berlin bin, scheint die Sonne und es ist toll. Also wir haben die letzten Tage, es ist super warm und so wirklich schön draußen. Es ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Also echt gut. Und ich muss unbedingt mit meinen Augenbrauen irgendwas machen. Okay, meine Lieben, also wir sehen uns dann gleich wieder und ich nehme euch nur ein bisschen mit heute Abend noch. Also, bis dann. Wir sind in Berlin. Meine letzten Minuten in Berlin. Wir haben jetzt aus dem Hotel ausgecheckt. Eigentlich wollten wir heute Nachmittag hier noch ein bisschen rumlaufen und uns noch ein bisschen was angucken. Aber leider Gottes ist das Wetter doch umgeschlagen und es regnet und es ist kalt und es ist windig und das ist leider nicht wirklich schön. Und deswegen haben wir jetzt ausgecheckt und fahren jetzt auch Richtung Ruhrpott zurück, richtig heimatliche Gefilde. Und ja. Das war mein Follow Me Around. Kurz und knackig, so muss es sein. Und ich wünsche euch noch einen tollen Tag und bis bald.